Herzlich willkommen zurück zum Let's Play GTA 5, wo wir so langsam in den letzten Minuten sind, leider. Zumindest in den letzten Minuten der Story, wenn wir danach nicht noch ein bisschen weiter rumalbern, rumblödeln. Deshalb genießen wir nochmal die Fahrt mit dem amerikanischen Schlachtschiff hier. Aber lieber von außen. Mit dieser grandiosen Grafik und dieser schönen Aussicht hier oben. Oh. Die Karre ist an Geschwindigkeit kaum zu erbieten, aber darauf kommt es auch nicht immer an. Hier geht's ums Cruisen. You know, you're a resourceful guy to impact those trained killers. I need someone like you in my organization. The CEO position's gonna be vacant real soon, Slick. Die Seite hier des Bergs ist übrigens echt geil mit den Bäumen und dem Weinberg hier und so, ist schon schön. You're looking at it rationally. There are people who are useful to you and people who ain't. And the people who ain't gotta go. Me, I'm not rational. I don't care if you're useful or not. I feel like taking you out, Devo. So that's what I do. Oh, das schöne Auto. All I've ever wanted is to watch you drift in and out of consciousness as you're slowly disemboweled. Yes, yes, that's the kind of creativity I need on my team. Come on, let me out of here. Look, I got my own company, Trevor Phillips Industries. Oh, yeah, fellow entrepreneur. Let me buy a stake and give you money to grow. I don't know if you heard, but I'm kind of gold rich right now, so you got precisely nothing to offer. Prepare for the end, my friend. Grow you! Ja, bestechlich sind wir nicht. Das ist doch klar. Oh! I gotta get my eyes checked. Wie viel Geld hat er eigentlich gerade so auf dem Konto? Okay, ist bei ihm auch nicht so wild. Also, gerade in der Tasche. Konto ist es ja nicht. Come on! Mal Innenansicht, um die Dinger zertrümmern. Yeah. Oh oh. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. Ja. Und jetzt gibt es dann doch nochmal ein Highlight. Die Ermordung von Inyo. I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. Wie er rumpoltert, das hört doch eh keiner. Also, außer uns. People want to kill you. You won't shut up. Das ist ein Argument, ja. Wobei man bei manchen ja sagt, wenn sie tot sind, muss man das Mundwerk noch extra umbringen, das in Ruhe geben. So. Here we are, Slick. With a few minutes for some one-on-one time. Na dann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hey, we good, T? Never better, amigo. Good. Franklin? I'll be here. Genau, die Zigarette anzünden.
It's a gun, it's a gun. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two, offshoring your profits. Offshore? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, T? No. Franklin? I wouldn't. Oh, no, I ain't going nowhere. No, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin, goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Halte W gedrückt, um das Auto zu schieben. Aber hallo. Und damit verschwindet unser letztes Problem. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends. Well, do I have a choice? No, not really. All right, then. As, flawed, awful, totally uncomfortable, and poorly matched friends. Absolutely. Oh, that's perfect. Then we can get back to the kind of capitalism we practice. Shit, I don't know how much more better that is than Devin's con. Ooh, hypocrisy, Franklin. Civilization's greatest virtue. Jesus, your therapist has a lot to answer for. I know, I still hate myself. But hey, at least I know the words for it now. Yeah, but I hate you, and I know the words for it. So does that mean I don't have to go to therapy? Look, man, you two motherfuckers terrify me of that middle age. I'm good. You're right to be afraid, Franklin. Yeah. Be very afraid, Franklin. Tell you one thing, T. I'm getting too old for this nonsense. Oh. Ja. Und hier werden wir dann in den Credits. Grand Theft Auto 5. Ein Spiel, auf das ich lang gewartet habe. Das deshalb auch so spät erst auf diesem Channel erschienen ist, da ich einfach warten wollte, bis es auf PC rauskommt, um es auf 4K spielen zu können. Um es sozusagen in voller Pracht spielen zu können. Auch wenn sicherlich irgendwann noch ein paar Grafikmods rauskommen, aber das tut jetzt ja hier nicht zur Sache. Ja. Wir sind hier in der, ich glaube, 87. Folge, wenn ich es richtig sehe. Oder 86, naja. Auf jeden Fall haben wir nicht ganz so viele Folgen gebraucht, wie ich vermutet hätte. Was dann doch daran lag, dass ich nicht so viel Dönikens nebenher gemacht habe, nicht so viel Freizeitaktivitäten betrieben habe, hier Riesenrad und so, weiß ich gar nicht, ob ich das nur privat gemacht habe oder in der Aufnahme und Achterbahn, das weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es gibt auf jeden Fall noch was zu sehen von Los Angeles, vielleicht auch hier auf dem Channel mal sehen. Also GTA Online würde ich stark davon ausgehen, dass es kommt. Vielleicht machen wir auch hier im Singleplayer noch ein bisschen weiter. Wir können dir noch dies und jenes zeigen. Das ist jetzt praktisch vor diesem Ende, sage ich jetzt mal, nicht gezeigt worden ist. Aus dem Grund, dass ich ja mit diesem Channel hier ganz neu angefangen habe und GTA 5 als erstes Spiel genommen habe, deshalb ist hier natürlich noch kaum was los und dadurch auch schwierig, ja, die Leute zu befragen, ne? Um Rückmeldung zu kriegen, soll man mehr
Golf spielen zum Beispiel? Sollen wir mehr Blödsinn machen, dass die ganze Sache in die Länge zieht? Oder soll man sich wirklich auf die Story konzentrieren? Also da konnte ich halt nicht nach euren Meinungen gehen, weil nur eine Handvoll Leute bis jetzt auf dem Channel gefunden haben. Da war es sehr schwierig. Und in dem Sinne habe ich jetzt erstmal das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und habe es versucht, möglichst spannend zu halten und deshalb nicht so viel in die Länge gezogen. Deshalb sind wir jetzt auch doch schon so früh fertig geworden. Manch anderer hat da noch 20 Folgen mehr dazu gebraucht, um dieses Spiel hier durchzuspielen. Da wäre Resonanz noch hilfreich gewesen. Also das hätten wir durchaus noch mehr Mist machen können. Und natürlich wäre dann das Spiel auch in die Länge gezogen worden. Keine Frage, aber es hätte sich wahrscheinlich auch gelohnt. Naja, nun sind wir jetzt hier und haben die Credits vor uns. So ist es eben. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich danach jetzt noch ein bisschen weiterspiele im Singleplayer, weil ja, es gibt noch ein bisschen was zu zeigen, aber das haut mich auch nicht alles so von Socken. Das ist, ja, man könnte noch mit dem Mod, den ich jetzt einmal ausprobiert habe, Bahnen fahren. Man könnte noch Golf spielen. Ja, ich denke, ich mache noch ein, zwei Folgen, tune noch ein bisschen, gebe noch ein bisschen Geld aus. Ein paar Sachen können wir uns schon noch angucken. Aber storymäßig ist das hier tatsächlich das Ende. Jetzt gibt es noch ein bisschen Nachgeplänkel, sozusagen den Abspann an Folgen. Und ich bin mal gespannt, was wir da noch so sehen werden. Ja, und ich persönlich bin jetzt gerade doch überrascht, wie schnell das Ganze hier jetzt doch um war. Weil man fängt an, dieses Spiel zu spielen. Als erstes Let's Play überhaupt muss ich erstmal an ein Mikro gewöhnen, das plötzlich vor einem, vor der Schnauze hängt. Und ja, muss erstmal auf die Moderation klarkommen, dann langsam da reinwachsen. Man wächst mit seinen Aufgaben, klar. Man lernt immer was dazu. Insofern gab es am Anfang ein, zwei Kritiken, die ich mir auch zu Herz genommen habe. Ich hoffe, es ist ein bisschen interessanter geworden. Wird natürlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich meine, hey, ich mache das ja seit nicht mal 90 Folgen. Das ist nichts gegenüber anderen. Das heißt, wenn jetzt die Erwartung auf YouTube ist halt schon recht hoch, ne? Wenn man es überlegt, es gibt Let's Player, die machen das seit Jahren, die sind da Profis drin, die moderieren ewig, die haben richtig viel Erfahrung, die waren vielleicht auch schon in Workshops darüber und ich, naja, ich bin ein Zocker, dass ich irgendwann mal gedacht habe, Let's Play ist eine geile Sache, kannst du doch auch mal versuchen. Und ich habe meinen Spaß dran gefunden und darum geht es ja eigentlich, um Spaß haben. Und dass ihr auch mehr Spaß habt oder dass ihr auch Spaß dran habt, habe ich mir auch am Anfang vorgenommen, dass ich dieses Let's Play hier so gut wie möglich gestalte. Das heißt erstmal qualitativ. Das geht natürlich bei Bild und Ton los. Deshalb kommt es hier auf 4K. In Ultra. Ja, doch in Ultra. Waren 30 FPS, nicht in 60, das liegt auch noch ein bisschen an der Software. Es wurde auf 60, oder es ist auf 60 FPS aufgenommen. Vielleicht gibt es da mal Reuploads dann mit voller Bildrate. Allerdings, komm, wenn 30 FPS flüssig sind, dann kann man das auch in 30 gucken. In 60 spielen ist schon, muss in 30 FPS spielen, ist blöd. Aber in 30 kann man sowas gut angucken. Videos in 30 FPS sind voll in Ordnung. Finde ich. Ja, und ansonsten Studio-Mikro und so, Mischpult. Gab schon ein paar Neuerungen, an die ich erst mal lernen musste. Ich meine, wo Anson Spring herkommt, ist ja klar, von der Band The Anson Springs. Dadurch, ja, habe ich schon Kenntnisse in Musik und mit Mikrotechnik und so weiter, Bandtechnik generell. Von da war es kein kompletter Neustart, aber Moderation ist dann doch nochmal sehr, sehr anders als Band, als Vocal oder Instrumente.
Ja, und so war es für mich auch eine interessante Erfahrung hier, dieses Spiel. Einfach als, das erste Spiel überhaupt, das man Let's Played hat. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich schon gespielt habe in meinem Leben, ist ja auch egal. Aber es war das erste, wo Let's Played worden ist. Und das ist nochmal was ganz anderes. Weil dieses Moderieren braucht halt schon, ja, beansprucht schon, ne? Man ist halt, sagen wir mal, zu 80 oder zu 70% beim Spielen, zu 20, 30% bei der Moderation. Das heißt, da wäre auch dieser Beifahrereffekt, dass wenn ihr dieses Let's Play seht, viele Sachen bemerkt oder viele Sachen euch auffallen, die ich gar nicht sehe, weil ich noch mit Labern beschäftigt bin und dann vielleicht was übersehe, weil ich bin ja dauernd im Multitasken. Zocken, moderieren, überlegen, was habe ich gerade gesagt, was will ich als nächstes sagen und so weiter und so fort, ist ja doch schon eine ganz andere Hausnummer. Insofern, jeder, der Let's Play oder mal Let's Play hat, wird wissen, von was ich rede. Diejenigen, die es nicht getan haben und drauf losfeuern und meinen, sie müssten zu argumentieren. Leute, bevor man es mal aufreißt, erstmal selber machen. Und wenn man selber weiß, was es heißt, dann kann man doch die beste Meinung darüber haben. Und ich sage euch eins, seit ich Let's Play selber mache, schätze ich andere deutlich mehr, denn es ist einiges an mehr Arbeit, was dahinter steckt, was der Zuschauer an sich nicht sieht. Wenn das Spiel mal wieder abschmiert, wenn man die letzten 2 Stunden wieder aufnehmen muss und so weiter und so fort. Andere können auch ein Lied von singen. Es ist doch überall das Gleiche, sehen wir es doch mal so. Im Leben läuft halt nicht alles immer wie geschmiert und es ist halt auch bei den Let's Plays. Und deshalb ist man da deutlich mehr beschäftigt, wie es so aussieht. Und dann gibt es ja noch die Nachbearbeitung, das Rendern, die Thumbnails und so weiter. Das volle Programm eben. Es gibt viele große Channels mit teilweise 70.000 Abonnenten, die haben keine Thumbnails. Ich habe gesagt, ich will es qualitativ hochwertig haben. Ich mache Thumbnails. Und ich bin von der Qualität her, würde ich mal selbst sagen, sehr hoch eingestiegen. Mit 4K, mit Ultra-Einstellungen, mit Thumbnails und so weiter und so fort. Wie gesagt, das haben größere teilweise nicht. Das heißt, ich bin doch recht weit oben eingestiegen von der Qualität her. Aber natürlich hat jeder mal mit 0 Abonnenten angefangen und so kann auch ich mich hocharbeiten. Allerdings steht dieser Channel eh vor einer Entscheidung oder vor einer Entscheidungsfrage, beziehungsweise ich muss es persönlich entscheiden, dass es um meine persönliche Zukunft geht. Und zwar fängt er für mich demnächst wieder die Schule an und da wird sich zeigen, wie viel Zeit mir bleibt für die Let's Plays und da wird sich dann auch entscheiden, ob dieses Projekt Anson Spring zu halten ist oder nicht. Weil Schule geht klar vor, da geht es um die Zukunft. Hier natürlich auch, aber Schule ist wichtiger. Schule hat da die höhere Priorität. Von daher weiß ich auch noch nicht, was hier auf dem Monat in diesem, auf dem Channel so abgeht. Doch, was in einem Monat hier abgeht, weiß ich. Also nicht, wenn dieses Video rauskommt, sondern jetzt, wo ich hier sitze, am 25. August 2015, weiß ich, was im Monat ist, weil ich doch ein bisschen vorproduziert habe. Ich glaube so 2 Wochen GTA im Voraus. Und dann habe ich noch 2 andere Projekte. Ich sag mal so, Battlefield 3 Co-op und Plants vs. Zombies Garden Warfare. Jeweils mit einem sehr, sehr guten Kumpel. Also darauf kann man sich noch freuen. Das wird nach GTA kommen. Battlefield 3 ist ja nicht so viel. Mal sehen, wann ich es hochlade. Diese Let's Plays gibt es auf jeden Fall. Die sind in der Schublade. Sind insgesamt, glaube ich, 40 Folgen. Also nicht jeweils, sondern insgesamt. Ja, mal sehen. Aber das ist halt gerade für mich auch die große Frage, was passiert dann, wenn die Schule wieder losgeht. Man kann das Ganze ja nochmal schnell eine Wendung nehmen und das Projekt pausiert werden. Was schade wäre, denn es macht wirklich Spaß. Mit allen Nachteilen, die man haben kann, wenn man wieder... Ich habe heute erst wieder 2 Stunden nachgespielt, aber ja, natürlich liegt es auch am Spiel, ne? Also,
Spiel ist abgeschmissen, das Spiel läuft nicht so rund. Hat sich schon deutlich verbessert jetzt hier unter Windows 10, aber ist immer noch nicht perfekt. Aber das Spiel macht auch mega Spaß, von daher. Werden wir uns, glaube ich, schon nochmal wiedersehen. Wer dieses Spiel nicht gespielt hat, hat er was in seinem Leben verpasst. Naja, ich würde sagen, es ist sehenswert. Durchaus. Unspielenswert. Es gibt natürlich auch Leute, die spielen aus Überzeugung kein GTA. Wegen der Gewalt. Na gut, okay. Jedem das sein, jedem das sein. Und ich habe am Anfang gedacht, oder ich habe ja GTA hier gewählt als erstes Let's Play, weil ich mir gedacht habe, ja, GTA, hast du schon viele Teile gespielt? Fühlst dich ganz wohl drin? Machst du mal. Ja, und während dem Let's Play ist mir dann aufgefallen, so einfach ist es nicht, weil bei GTA viel Story ist. Das heißt, man hat wenig Zeit zu quatschen. Das sind wahrscheinlich die ersten 10 Minuten am Stück, die ich quatsch. Oder ich quatsch schon länger, ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Aber es ist doch schon schwierig, weil das Spiel einem immer ganz enge Zeiträume lässt, in denen man quatschen darf, soll, muss. Von der Story her. Da muss man auch mal was zu sagen. Und das ist ein bisschen, das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn man jetzt Minecraft spielen würde oder Banished oder so, wo man die ganze Zeit labern kann und praktisch nie vom Spiel groß Input kommt. Und praktisch nur praktisch mit sich selbst reden kann und mit sich selbst das Ganze gestalten. Und nie zum Beispiel vor eine Foltermission geschmissen wird, wo man selbst foltern muss, was, ja, wirklich, ich glaube, das war schon eine der krassesten Missionen. Weil ich glaube, ich habe ihm einen Zahn gezogen. Dann musste er mal so an die Maus rechts und links bewegen, um diesen Zahn da rauszubrechen. Also es war, das war schon leicht unschön. Aber auch da muss man dann wieder drüber reden. Und dann lässt einem das Spiel mal nicht die Zeit, da richtig drüber zu reden. Und dann wird man wieder ins Nächste reingeschmissen. Also es ist im Nachhinein gesehen zu moderieren wahrscheinlich doch eins der schwierigeren Titel. Und damit gleich anzufangen. Ah ja, das Ergebnis habt ihr ja gesehen. Ich denke, wenn ich mir das Let's Play in 5 Jahren angucke, werde ich wahrscheinlich schmunzeln und sagen, okay, der Junge musste noch einiges lernen, aber das ist ja auch in Ordnung, wenn man noch ganz am Anfang steht. Sehen wir hier noch ein paar schöne Szenen aus der Spielwelt. Im Flughafen waren wir auch viel zu wenig. Da können wir auch noch ein bisschen was machen. Mal gucken. Ein paar Chats klauen. Gibt schon ein bisschen was, was wir machen können. Allerdings war das natürlich auch was für Multiplayer. Wo ich schon so ein, zwei Planungen habe, wo ich noch nicht weiß, ob die so funktionieren. Das werdet ihr dann auch sehen. Ja, das ist noch offen. Da hätte ich theoretisch noch einen anderen YouTuber. Mal gucken, ob das was wird. Ansonsten ist da nämlich mein bester Kumpel, der bei zwei anderen Projekten mitmacht, ist nämlich bei GTA. Na, theoretisch auf der Konsole, aber auch da spielt das nicht wirklich. Also, da macht er nicht mit. Leider. Sonst hätte ich auf jeden Fall schon jemanden gefunden. Aber nun, ja, ich habe noch ein paar andere Leute. Mal gucken. Seht ihr dann schon. Muss ich noch ein bisschen abklären. Aber für mich steht jetzt eh erstmal, ja, demnächst ein bisschen Urlaub an. Habe jetzt wirklich sehr viel vorproduziert. Muss aber auch sein. Und habe jetzt, glaube ich, sogar so viel, dass ich auch noch nach dem Schulanfang ein bisschen Luft habe, um erstmal mich daran zu gewöhnen, beides unter einen Hut zu kriegen. Ist auch so ein Ding. Wenn man plötzlich ganz anders ist, wenn man nicht ein, ja, wenn man Ferien hat, hat man praktisch einen ganzen Tag Zeit und dann
plötzlich. Bist du bis nachmittags in der Schule? Und dann kommst du heim und musst oder solltest aufnehmen. So eine 20-Minuten-Folge kann schon mal eine Stunde, ne, verschlingt das schon. Das heißt, eine Stunde täglich wäre das dann. Die muss man ausmachen. Nur fürs Let's Play. Ist ja nicht so, dass man noch andere Sachen zu tun hat. Das wird echt noch spannend. Da bin ich selber noch gespannt drauf. Und irgendwie ist hier dieses Ende von GTA auch so für mich wieder eine Frage, wie geht's weiter? Insofern, ja, hätte GTA an sich ewig so weitergehen können, werden ewig so weitermachen können, ewig hier rumeiern mit GTA und weiter und weiter und weiter. Kein Problem. Da muss man allerdings sagen, ewig weitermachen. Geht natürlich nur, wenn man entweder Multimillionär ist, das heißt, man muss nicht arbeiten, oder wenn man von dieser ganzen Nummer hier leben kann. Ansonsten wird sehr schnell die Zeit knapp und dann kann man natürlich auch vielleicht nicht täglich eine Folge garantieren und vielleicht auch nicht in dieser Länge. Also, wenn man dann noch nebenher arbeitet oder zur Schule geht, das ist gleich eine ganz andere Sache. Und wer hier wirklich viel Content will, ja, da muss eigentlich warten, bis das zum Beruf werden würde. Weh, aber das ist, oh Gott, das steht auf einem ganz anderen Blatt, bis das mal, komm. Das ist jetzt, da können wir uns noch nicht drüber reden, das ist noch in so ferner Zukunft, wow, das ist, beziehungsweise, ob es diese Zukunft überhaupt gibt, ist die Frage. Ich meine, wenn man dann schon einen anderen Job hat, der einem Spaß macht und dann wenn man schon einen anderen Job gefunden hat bis dahin und dieser Job einen erfüllt, dann kann es auch sein, dass man dann nicht mehr zum Let's Playen zurückkehrt im Sinne als Hauptberuf. Oder man kommt halt darauf zurück, weil der Job vielleicht nicht perfekt ist. Oder weil das Let's Playen einfach besser ist. Allerdings braucht man dafür natürlich auch erstmal die Abonnenten und die Leute, die hinter einem stehen und bla bla bla, ihr wisst's ja, ne? Insofern lassen wir uns einfach mal überraschen, was hier noch so alles passiert. Wir werden's bestimmt sehen. Wo ist dieser Flugzeugfriedhof? Könnten wir auch nochmal vorbei. Tja. Und auch wenn das vielleicht nicht das richtige Ende von GTA ist, so kommt es einem doch ein bisschen vor. Und irgendwie muss ich darüber schmunzeln, dass das dann tatsächlich das erste Let's Play wäre. Das erste fertig Let's Play the Game. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ja, die Musik ist so leise, weil ich sonst Probleme mit der GEMA bekommen würde. Und ich glaube, ich füge da keine andere ein. Ich habe jetzt schon da gut drüber gelabert. Und die Credits sind zum Glück nicht stundenlang. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon so lang geredet, dass ich jetzt auch voll dranbleiben kann. So viel ist es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, es geht noch. Ha, UFO und U-Boot und so, ne? Ein paar Sachen gäbe es da schon noch zu tun. Man müsste vielleicht auch differenzieren. Ich müsste mir mal angucken, was gibt es im Online-Modus und was nicht. Und das, was es im Online-Modus nicht gibt, dann speziell im Singleplayer zu machen, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau, das wäre auch noch eine Idee. Weil ich habe mir auch schon überlegt, ob ich noch ein paar Mods probiere, so irgendwie mehr Grün in der Map und Baustellen und so, aber ja, das haut mir alles nicht so vom Hocker.
Ich weiß auch nicht, ob es euch von Hauke hauen wird, weil ich denke, von den ganzen Mods wird es eh schon Reviews geben. Und ob man das hier nochmal braucht, ist einfach die Frage. Das muss ich auch dann nochmal angucken, wie viele Reviews da schon gibt und ob und... Ja. Mal sehen, mal sehen. Abdel González. Aha. Jetzt erfahrt man mal die Nachnamen von den Leuten da. Naja, naja. Oder hier zum Beispiel für Sandy Chance gibt es auch noch ein anderes Pack. Aber ja. Ich denke, die Mods, die die Leute gern hätten, oder die Mods, die ihr gern hättet, die werdet ihr vielleicht auch schon kennen. Weil GTA, wie gesagt, ist ja schon etwas älter. Wie gesagt, ich habe mich halt geduldet, bis die PC-Version da war. Und selbst dann hat es, glaube ich, noch fast einen Monat gebraucht oder so, bis es endlich losging. Was daran lag, dass da so die Abschlussphase des Schuljahres war und da noch einiges rund ging. Oh. Ab und zu gucke ich mir mal ein bisschen den Namen an hier. Ich meine, das vorzulesen kann man vergessen. Viel zu viel. Yeah. 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 Ah, die Musik ist zu leise. Können wir jetzt gar nicht mitverfolgen, was ich hier jetzt. Ein bisschen werde ich das hören, aber nicht viel. Faces of Los Angeles. Ach was. Boah, das ist voll komisch, wenn man sich hier auf die... Konzentriert euch hier mal auf die Schrift, die hochläuft. Und dann dieser Hintergrund da weggeht. Boah. Generell, wenn man sich ganz lange auf so Credits konzentriert und die gehen am Ende weg oder bleiben stehen, dann denkt man immer, die würden noch hochgehen, ne? Da wird man total bekloppt von... Ja, ne? So ist das. Jetzt habe ich euch erzählt, wie es hier weitergeht. Oder weitergehen könnte auf dem Channel. Jetzt habe ich hier halt mal die Gelegenheit, ein bisschen zu reden, wie es dazu gekommen ist. Also, die Entscheidung zum Spiel. Und auch, wie ich mich so im Let's Play teilweise gefühlt habe. Ich meine, gegen Ende hatte ich dann, oder nein, Quatsch. Gegen Anfang war es noch ein bisschen komisch. Irgendwann in der Mitte fängt man dann an, dass man gar nicht mehr merkt, dass man moderiert, beziehungsweise, dass man komplett die Zeit vergisst, wenn eine Folge um ist und so, oder dass man gerade nicht aufnimmt und trotzdem plötzlich anfängt zu moderieren. Das ist auch toll. Weil im Grunde ist das Let's Play ja erstmal ein Selbstgespräch. Ich führe ja ein Selbstgespräch mit mir hier, mit meinem Mikrofon. Denn erst zeitversetzt kommt es ja zu euch da draußen, zu dir und du hörst es. Also zeitversetzt spreche ich zwar mit dir, aber erstmal ist es für mich natürlich ein Selbstgespräch. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Kann man ein bisschen bei reflektieren. Selbstgespräche an sich sind ja nichts Schlimmes, solange man damit keine anderen nervt. Also so auf der Schulbank, Selbstgespräche sind interessant. Da gab es mal einen schönen Spruch. Wie war denn das? Kriegen wir zusammen, genau. Naja, ich glaube, ernst wird es erst dann, wenn du bei deinem Selbstgespräch etwas Neues erfährst. Genau so war's. Ja. Kommen ja die ganzen Lieder durch, von denen wir ja leider kaum was gehört haben, da die nette GEMA das nicht gutheißen würde, wenn ich diese Lieder lauter gedreht hätte.
hätte man ein Problem gehabt. Insofern waren sie immer schön, immer sehr dezent im Hintergrund. Ja. Ich meine, alles mit GEMA-freier Musik zu füllen, ist auch schwierig. Vor allem ist ja mittlerweile tatsächlich das Problem, wenn man sich heute GEMA-freie Musik sucht, dann kann sein, dass in 5 Jahren davon plötzlich 10% GEMA getrackt sind und dann hat man auch wiederum ein Problem. Also man kann sich da nicht drauf verlassen. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, wie war denn das? Man hat, glaube ich, 70 Jahre lang behält man, glaube ich, die Rechte an einem Lied. Ne? Danach ist, glaube ich, automatisch GEMA-frei, einfach altersmäßig. Das ist ja wie, wenn man Patente anmeldet und so. Irgendwann verjährt es ja praktisch. Und ich glaube, bei Liedern war das 70 Jahre? Ich glaube. Und weil man ja seit geraumer Zeit Strom hat und auch seit geraumer Zeit Aufnahmetechniken, gibt es mittlerweile, glaube ich, schon die ersten wirklich uralt Lieder, die mittlerweile wieder GEMA-frei sind und die jeder verwenden darf. Aber natürlich nichts, woran Uhren im 21. Jahrhundert wirklich viel Gefallen finden könnten. Also es ist alles sehr spezielle Sachen und vor allem uralte Aufnahmen. Also hurra. Die Qualität ist da noch sehr interessant. Ja. Brian Apple. Ah, ja. Was man wahrscheinlich nicht so genau gemerkt hat, ist, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache. Ich habe, kann ja mal erzählen, ich habe jetzt ja eine Aufnahme gemacht, wo noch ein Stück drin ist von dieser letzten Mission und dann gehe ich hin und will Trevor töten, weil ich gedacht habe, ich könnte da irgendwie das Ganze noch aufhalten und am Ende sind wir alle glücklich vereint und das hat dann nicht funktioniert und deshalb habe ich ihn dann auch verbrennen lassen. Entschuldigung. Vielleicht hat man es schon gesehen in einer vorherigen Folge, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es auch gar nicht hochgeladen, ich weiß es nicht. Muss sehen, wie ich schneide. Wenn man das nicht gesehen hat, dann sind wir gleich zu dem Teil gekommen, wo Franklin sich selbst umbringen sollte und dann es weiterging zu Lester und wir dann mit den Missionen dort angefangen haben. Das war dann sozusagen der zweite Take. Weil ich es einfach so nicht stehen lassen wollte. Ich wollte, dass alle überleben und das wollte ich nochmal versuchen. Und es hat ja letzten Endes auch funktioniert. Mit meiner zweiten Option. Die erste Option war leider doch zu einfach. Die wäre zu schön gewesen. Aber hat alles geklappt. Wir haben sogar noch unsere Feinde ausradiert. Zumindest ein paar davon. Wobei ich glaube, dass da noch lang keine Ruhe wäre. Natürlich ist die Story jetzt um, aber die Probleme sind damit natürlich nicht gelöst. Und die ganz andere Sache ist natürlich, so viel Gold loszukriegen. Ich meine, auf dem Schwarzmarkt, ja komm mal, so viel Gold. Ich meine, ein paar Sachen muss man natürlich ein bisschen vereinfachen, weil ich meine, man kann ja alles rumdrehen, es ist nicht realistisch und hin und her und dann kann man das Spiel auch gleich lassen, also ne, man muss ja ein paar Sachen, muss man einfach drüber und wegsehen. Und wenn man sich von ein paar Sachen hier nicht stören lässt, dann macht das Spiel auch richtig Spaß. Ja, Windmühlen. Da könnte man auch noch ein paar geile. Ach, Mann, man hätte hier schon. Ja, man könnte schon ein paar Sachen. Mal sehen. Multiplayer oder Singleplayer. Hab schon noch ein paar Ideen in meinem Kopf, die man umsetzen könnte. Schon ein bisschen Blödsinn. Vorräte. Immer doch. Und mal wieder muss man sagen, dass es eigentlich wie immer in GTA eine riesige Auswahl an Musik gibt. Zumindest jetzt noch.
Da gab es ja von einer Weile mal das Problem bei San Andreas. Genau, dass da die Lizenzen ausgelaufen sind nach circa 10 Jahren. Das ist mehr wie 10. Ist schon ziemlich alt. Ich glaube, mehr wie 10 Jahre waren es. Oder 10 Jahre. Auf jeden Fall wurden da doch einige Lieder rausgenommen. Was allerdings fürs Let's Play wiederum unwichtig wäre, da man da die Lieder eh sehr leise macht. Wobei ich sagen muss, dass ich früher bei GTA, also bei früheren GTA-Spielen, wo ich nicht aufgenommen habe, echt viel Radio auch noch gehört habe während dem Fahren. Ach, das hat schon Spaß gemacht, ne? Also ohne Radio, da fehlt schon ein bisschen was. Das gerade war übrigens keine Ankündigung, demnächst GTA San Andreas zu Let's Playen. Möchte ich nur mal noch so hinterher sagen. Es wäre zwar mal schön, alle GTA-Teile, aber ja, nun. Die Zeit muss man erstmal haben. Ich habe ja vorhin erklärt, was demnächst ansteht und danach sehen wir mal weiter. Und es gibt so viele Spiele und es kommen so viele neue raus, dass für die alten, um die nochmal zu spielen, wahrscheinlich einfach die Zeit nicht reichen wird. Vielleicht zum 20-jährigen Bestehen von GTA San Andreas. Mal sehen. Und dann am besten noch ein bisschen mit Grafikmod, dass das Ganze besser aussieht. Was? Cara Delevingne? Ist es nicht diese Model-Frau da? Naja, kenn mich da nicht so aus. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, am Ende nochmal Danke zu sagen. Und ich denke, das Ende kommt demnächst. Deshalb würde ich sagen, es ist schon an der Zeit. Zumindest für den Teil des Let's Plays bis jetzt. Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr hier zugeguckt habt. Danke, dass du, der du gerade vor irgendeinem Gerät sitzt, dieses Video hier anguckst. Vielen Dank dafür, dass du bis hierhin schaust. Also wer das hier jetzt noch schaut, wer dieses Gequatsch jetzt die ganze Zeit mitgemacht hat, Respekt, wirklich. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich meine, wer jetzt noch zuguckt, dem sollte es gefallen haben. Vielleicht sehen wir uns im anderen Let's Play nochmal, im anderen Projekt mal sehen. Oder in einem vorherigen Video, wer weiß. Gibt da einiges anzuschauen. Gab einige nette Sachen. Und auf jeden Fall mal vielen Dank dafür, dass ihr das so mitgemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Beziehungsweise, was ich vorhin schon angesprochen habe, ne? Die Expansion dieses Channels ist ganz einfach praktisch gesehen. Ne? Ich kann als einzelner Mensch zwar mein Möglichstes tun, aber natürlich nicht so viel wie eine ganze Gruppe, wie eine ganze Community. Und ich meine, wenn euch was an meinen Videos liegt, wenn euch das hier Spaß macht, dann könnt ihr ja auch dafür sorgen, dass ihr alles größer wird und könnt ihr diese Videos in die Welt raustragen. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich werde jetzt nicht anfangen zu betteln nach Abos, Klicks, Likes oder sonstigen. Ich sag nur so viel, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr wollt, dass das hier wächst, wenn ihr wollt, dass es größer wird, wisst ihr alle, was ihr tun könnt. Ich werde meinen Teil auf jeden Fall auch tun. Ich werde versuchen weiterzumachen, versuchen zu lernen, zu verbessern, zu optimieren. Und vor allem werde ich mir den Spaß nicht nehmen lassen. Das ist mal das Wichtigste. Immer schön auch auf den Spaß gucken. Man muss nicht alles aus Spaß machen. Es kann auch mal im Leben um andere Dinge geht. Es muss nicht immer um Spaß gehen, aber wenn man hier schon zocken oder aufnehmen, dann können wir ruhig nach dem Spaß gucken, weil hier geht es ja nicht, noch nicht, oder hier geht es ja nicht ums Geld verdienen. Ne? Wenn man Geld verdienen will, dann muss das nicht immer nur Spaß machen, das ist auch mal was anderes, aber hier geht es um Spaß und den wollen wir alle haben. Und wer hier meint, keinen Spaß zu haben oder Spaß bremsen zu müssen in den Kommentaren, der ist selber schuld, denn jeder, der
sich mit negativen Dingen wie Haten oder sonstigen die Zeit vertreibt, der ist doch selber schuld, denn wenn man nichts Besseres zu tun hat, als Scheiße in die Kommentare zu schreiben, ganz im Ernst, dann tust du mir echt leid. Wer nichts Besseres zu tun hat, sorry, aber das ist armselig. In dem Sinne sei hier gesagt, dass konstruktive Kritik erlaubt und durchaus gesehen ist, denn mich interessiert ja, was ihr von der ganzen Sache haltet, und mich interessiert auch, was eure Vorschläge zur Verbesserung wären, denn nun, wenn ihr sagt, was euch gefallen würde, kann ich auch am besten auf eure Wünsche eingehen. So einfach ist es. Ich kann ja nicht in euren Kopf gucken. Wenn ihr es mir mitteilt, kann ich es mir anschauen, kann gucken, ob das funktioniert. So einfach kann das sein. Kommunikation ist immer wieder das Stichwort. Wird im 21. Jahrhundert so unterschätzt. Aber da wären wir dann wieder beim ganz anderen Punkt angelangt. Beim Riesenpunkt. Für den dieses Video gar nicht ausreicht, auch wenn es jetzt schon 46 Minuten geht. Wow, hey, 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 und da haben bestimmt 20 gelabert. Das ist ja unglaublich. Längstes Video? Check. Viel Gelaber? Check. Wer noch da ist? Checker. Und wer noch da ist, der sieht hier auch das schöne Vinewood-Sign. L.A., L.A., L.A. Schöne Stadt. Muss ich mal hin. Mal angucken, wie sie es so umgesetzt haben. Ich meine, ich habe schon, genug Real-Life-Videos von L.A. gesehen. Ja, aber das Ganze mit eigenen Augen zu sehen, ist dann doch was anderes. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Reisevideos wären auch mal was. Vielleicht nicht für den Channel, vielleicht von anderen, aber das ist dann auch noch ein bisschen in ferner Zukunft. GoPro und so. Dröhnchen. Ja, gibt schon so ein paar Sachen, die noch ganz nett wären, aber hey, man ist ja Schüler, ne? Und als Schüler hat man kein monatliches Einkommen und dann ist es natürlich auch eine ganz andere Sache, deshalb ja, kann ich mich an der Stelle auch nur bedanken beim Leben, beim Schicksal, bei meiner Familie, dass ich hier überhaupt Let's Playen kann, weil ich meine, ja, ein Aufnahmesetup ist dann doch ganz was anderes wie so ein normaler Office-PC oder ein normaler Gaming-PC, weil auf 4K aufzunehmen, das ist schon eine Hausnummer. Das schafft wirklich nur ein Top-PC. Ja, und den hat leider nicht jeder. Und dafür bin ich echt dankbar, dass ich den hier stehen habe. Und ich meine, das Audio-Setup kriegst du auch nicht für einen Dollar um die Ecke. Von daher habe ich auch echt Glück, dass ich das hier machen kann. Und ganz ehrlich, du guckst gerade dieses Video. Du hockst vor irgendeinem Tablet, vor irgendeinem Smartphone, einem TV, einer Xbox, einer Playstation, einem Laptop, was auch immer, Fablet, ist doch kackegal. Fakt ist, du kannst dieses Video gucken und das heißt, dass du Zugriff hast zum Internet auf einem recht guten Gerät, denn Videos gucken erfordert schon ein bisschen Hardware. In dem Sinne geht es dir gar nicht so schlecht. Und wir alle können dafür dankbar sein, dass wir dieses Video gucken können oder dieses Video aufnehmen können, wie auch immer. Damit sind wir schon wesentlich weiter wie viele andere auf dieser Welt. Und dafür können wir uns echt glücklich schätzen und dafür sollten wir uns eigentlich mehr bedanken. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Als Mensch gewöhnt man sich ganz schnell an positive Dinge und vergisst dabei, wie mies es anderen geht. Und vergisst dabei auch oft für das zu danken, was man hat. Das ist schon ein Problem, ja. Und da vergisst man dann dafür zu danken, dass die Programmierer einem schon so ein schönes Spiel hingeworfen haben und ja, lässt sich dann unfreudig bei den Entwicklern darüber aus, dass ein kleiner Bug im Spiel ist, ne? Gibt viele davon. Viele Kids, die finden dann einen Bug und dann wird darüber gekotzt ohne Ende. Dabei sollten sie erstmal überlegen, dass überhaupt einer sich hinsetzt, das programmiert. Und dass sie die Möglichkeit haben, das zu spielen. Aber da wird
dann doch zu viel als selbstverständlich erachtet. Insofern sollte man eigentlich kein freiwilliges Jahr machen. Ah, Moment, falsch. Entschuldigung. Man sollte im Grunde ein freiwilliges Jahr oder so ein soziales Jahr in dem Sinne machen, dass man wirklich mal die Welt bereist. Sagen wir mal nach Nepal gehen, nach Südamerika in die ärmeren Bereiche, mal nach Afrika gehen. Wenn man dann zurückkommt und das alles gesehen hat, wie andere Menschen leiden, auch unter uns westlichen Ländern, die diese anderen ausbeuten. Wenn man das dann alles gesehen hat, wird man doch eine deutlich andere Sicht auf die Dinge haben. Insofern Reisen bildet. War nicht sogar im Spiel hier mal der Satz, the only way to get really rich is to travel? War das hier im Game? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall. Ja, Reisen bereichert durchaus am meisten. Wenn man sein Geld ausgeben will, ist Reisen eine gut angelegte Sache. Und dabei nicht unbedingt auf die nächstbeste AIDA klettern und 2 Wochen im Ozean rumschippern, das ist die eine Sache, aber... Also nach Nepal und so kriegt man schon ganz andere Eindrücke vermittelt. Ja. Dinge, die ich auch mal machen muss, will, hoffentlich werde. Tja. Oder einfach mal abends den Sonnenuntergang genießen. Auch eine schöne Sache. Und dabei immer dran denken, dass wir dabei sind, diese Natur zu zerstören. Tja, gut, als Zocker ist man da jetzt auch nicht gerade bestes Vorbild. Aber da geht es ja auch um ganz andere Sachen, um viel größere Sachen. Tja. Und jetzt sind wir hier tatsächlich gleich am Ende der Credits angelangt und damit auch am Ende dieser Folge, wo doch noch ziemlich viel geredet worden ist, über ziemlich viele Dinge. Tja. Vielleicht hat man ein bisschen was mitnehmen können. Schön wäre es auf jeden Fall. Bin ja selber noch jung. Hab noch viel vor mir, aber ein paar Dinge habe ich mittlerweile auch schon gelernt und mitgekriegt. So ist es nicht. So ist einmal eins und so, ne? Das geht schon. Lesen zum Beispiel geht auch. Tja. Das ist tatsächlich hier das Ende. Und damit würde ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke. Danke, danke, danke. Ach ja. Und natürlich noch unsere Akte. Patient Ainsenspring aus der Praxis von Dr. Isaiah Friedlander. Patientennotiz streng vertraulich. Gestört, ernsthaft gestört. Ganz entschieden unentschlossen. Mit falschem Charme leichter zu betören als mit vernünftigem Verhalten. Finanziell unverantwortlich. Kann sich manchmal moralisch überlegen fühlen, was unglaublich Bonnier ist. Sexuell unterdrückt, was in diesem Fall etwas Gutes ist. Der verrückten Familie gegenüber loyal, was wohl immerhin ein Anfang ist. Wird entweder steinreich oder am Bettelstab enden. Weiß es noch nicht genau. Leicht beleidigt, gerät dann in extreme Wut. Verzweifelt, unehrlich und gewalttätig, was andere Leute Eigentum angeht.
bizarr verliebt in New Age Aktivitäten. Verrückt in vielerlei Hinsicht, aber nicht nach körperlicher Fitness. Verrückt, aber extrovertiert. Vielleicht ADHS? Könnte man wahrscheinlich im nächsten Buch drüber schreiben. Ja, ein Buch schreiben. Könnte man auch über dieses Let's Play. Nein, das war nicht so gut. In dem Sinne, nochmal vielen Dank hier. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke für alles und hiermit sind wir dann, glaube ich, wirklich raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.